Da dreht der Otaldo durch. Juhu! Da haben wir es endlich. Also, das muss abgehen wie Schmidts Katze. Perfect Game. Jawoll, jawoll, jawoll. Self-Learning AI. Krasser Shit. Okay, jetzt haben wir nichts mehr. Die 4-fach-10. Game Convention, ja. Large Booth, ne? Herrlich. Jupp, jupp, jupp. So, das kann erstmal aus hier. Sorry. Okay. Mann, ey, endlich hat's geklappt. Die 4-fache 10 sogar im Let's Play. Bam, bam, bam. So, 1,2 Millionen Fans. Holen wir hier nochmal an Land. Jojo. Und sobald die Leute wieder zurück sind, beziehungsweise ich kann eigentlich jetzt schon machen, Create Custom Engine, Nummer 9. Eieieiei, wie ich mich freue. Das ist meine zweite 4-fach-10. Einmal offscreen, ohne dass ihr dabei wart. Und jetzt halt einmal. Aber die eigene Konsole ist eben noch viel zu teuer. Wir brauchen echt da über 1 Milliarde oder so, damit wir sicher sind. Damit wir sicher sind und nicht pleite gehen. Also so sehe ich es zumindest jetzt gerade. Create Engine, da kann er schon mal alleine loslegen. Ja, wie geil. Und ich denke mal, das hält noch ein paar Monate an, ne? Wir machen die neue Engine. Und erstellen dann nochmal ein neues AAA-Game mit der neuen Engine. Eieiei. Über 10 Millionen. Yes! Weitere Nummer 1. So, und wann kommt jetzt meine AAA-Un-Convention? Start Project? Keine Ahnung, ist irgendwie verpufft, weil die Entwicklung schon zu Ende war. Wie sieht denn das eigentlich aus? Ups. Game History. Wir haben eingesetzt 21 Millionen plus eben Spesen und hast nicht gesehen. Sehr schön. Income 225 Millionen. Woohoo. So, die Engine ist gleich fertig und dann will ich gleich hier nochmal ein Triple oder Vorfach 10. Vorfach. Mr. Foreskin hier. So, jei. Geilomat, Leute. Da kommen ein paar Fans rein, 1,3 Millionen. Wir brauchen aber noch mehr. Mehr Fans. So, passt auf. Wir machen. Können wir ein Sequel wieder machen? Das ist doch bestimmt cool, wenn wir ein Sequel machen. Ich hatte noch irgendwas mir angeguckt. Was wurde mir vorgeschlagen? Star Wars, Empire at War. Können wir hier irgendwie ein Space oder so machen? Als Sequel. Weil Sequel bringt uns einen Bonus sozusagen. Haben wir hier irgendwas? Space Action Strategy. Das könnte hinhauen, oder? Für den PC wieder. Space. Oder vielleicht sogar für die M-Box. Action Strategy. M-Box Next. Funktioniert das? Ist es nicht so genau. Wir machen einfach. Ich glaube, das kriegen wir nicht so ganz hin. Glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht sicher. Oder Conan nochmal auflegen. Ich würde ja auch gerne Assassin's Creed.
Weil wir hatten es ja schon auf der M-Box. Warum nicht auf der M-Box Next? Das wäre sozusagen Alternate History und dann Action RPG. Ja, machen wir das mal. AAA. MMO noch nicht. Da warte ich noch ein bisschen. Assassin's Creed 2. Action RPG. Pick a Platform. M-Box Next. Pick an Engine. Die Nummer 9. Weil wenn ich jetzt hier MMO mache, bumm, 40 Millionen. Nee, machen wir noch nicht. Erstmal schauen, wie das hier läuft. So. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt nicht trainiert, aber wir haben eine neue Engine. Und neue Sachen, die wir da reinklatschen können. Also. Reactive Quests. Branching Story. Weil es Action ist, ist es halt wichtiger, dass man... Das ist schwierig. Advanced Cutscenes und... Das ist schon zu viel, aber so. Ich will nicht zu viel... Ich möchte halt ein bisschen das technologielastiger machen, deswegen. Engine, da können wir im Prinzip hier alles reinhauen, ne? Online-Play. Maus, wer braucht Maus und Joystick? Na gut, machen wir es so. So, ups. So, zack, alles so gut, alles so gut. Story und Quest ist James, okay. Ja, machen wir das. Ich weiß, es ist nicht ganz perfekt. So, Engine, okay. Engine, haben wir raus. Gameplay. Jupp. Und ihr seht, technologielastiger. Sehr schön. Trotzdem kommt das Design hinterher. Marketing, noch einmal hier Demos. Fuck. Ich Idiot. Ich bin so doof. weil wir es eben lastiger haben mit Tech, weniger Dialoge. Das heißt, Realistic Body Language kann gar nicht erst rein. Ja. So. Level Design, das passt. Und AI. Also, Artificial Intelligence, das bist du, zack. Hm. 132%. Ach, da bist du auch noch. Okay. Level, okay. Und AI, okay. So. Level Design, zack. Okay, Level Design. Artificial Intelligence, hau raus. Zack. So, ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt hier hinkriegen. AI. Ja, also Tech sieht schon mal sehr gut aus. Und jetzt zu guter Letzt ein bisschen weniger World Design. Mehr Sound. Kriegen wir vielleicht sogar Orchestral hin? Ja. Orchestral Soundtrack.
Meh. So, das passt. Du Nummer Engine hier, Ricky. Jo, das sieht gut aus. Grafik, yep. World Design, yep. So, World Design ist gerade dran. Das bist du. Pump raus. Mach schneller. Das wird wieder nichts. Ich hab nicht dran gedacht. Ich sage es erst auch noch. Mann. Daran ja auf jeden Fall nicht vergessen. Mensch, das vergesse ich ja nie. Large Booth. Ach ja. Oha. Alter Schwede, was für ein Punkt hier. Ja, und das wird wieder, die Marketingkampagne wird wieder verpuffen. Ja, zum Glück haben wir hier nochmal Dings. Assassin's Creed 2, Green Heart Games. 2,3 Millionen. Aber 3000 hier. Ja, 3200 zu 3000, das ist schon ganz gut. Aber leider nicht das erwünschte Ratio. Aber mal gucken, was da gleich noch kommt. So, das kommt wieder zu spät. Mann, ey. Man muss sofort in der ersten Stage am Anfang anfangen. Und verkackt. Budget. Das können wir gleich mal hier auf 0 setzen erstmal. Wir haben noch ein Jahr im Prinzip. Na, mal gucken. So. Wenn wir da ein bisschen mehr diese Tech rauskriegen noch, wäre das cool. Hauen sie wahrscheinlich über beides rein, ne? Den Bug bitte weg. Den Bug bitte weg. Finished. So, 3000. 61, okay, das ist ganz gut. Und dann Tech 3286 ist eigentlich nicht so schlecht. Oh ja. So. Dann muss irgendjemand wieder mehr Geld kriegen. Ja, ja. Virtual Reality Headset? Okay. Ich denke mal, das wird. Keine Ahnung. Okay, fängt mit einer 10 an. Wird's wieder eine 4-fach-10? Eine 9, ja gut. Vielleicht noch eine 9 oder eine 10? Eine 9. Okay. Sehr gut. Also ich bin damit zufrieden. Wir haben einen guten Hype produziert, dass die Leute da auch mal ordentlich Geld ausgeben wollen. Und Research noch ein bisschen. Moral Choices. Mhm. Ja, sehr schön. Über 1 Million. Ach, er darf ja auch weiter researchen. Nee, du darfst trainieren. Und zwar. Ach, er darf ja auch noch was. Artificial Intelligence haben wir. Wir brauchen eigentlich Story, Quest oder Sound. Meinetwegen bist du jetzt der Soundtyp. Außer ich habe schon mal irgendwann was anderes gesagt und habe es jetzt vergessen. Dann tut mir das leid. So. Game Design. Train. Game Design. Train und Boost. Also da kommt Geld rein, das ist gut. How much more will it sell? So, und jetzt zum Schluss, denke ich mal, machen wir noch ein MMO, oder? Ich hau nochmal ein ordentliches MMO raus. Kurz bevor das Jahr 35 kommt, dann wollen wir mal gucken, was für eine Bewertung wir da kriegen. Train. Product Management.
So, das hier nochmal Product Management machen. Train, dann hauen wir gleich da alles raus, was wir können. Game Design. Ja, das auch. Train 169 noch, okay.